290 Kilo für 2 Wiederholungen. Yeah, das war auf der einen Seite ziemlich geil, auf der anderen Seite auch nicht ganz so geil. 290 für 2 ist definitiv ein neuer persönlicher Rekord. Gewicht war heute Morgen ca. 93 Kilo. Also sehr geil, bin ich echt glücklich drüber. Ich wollte eigentlich die 300 heute knacken für eine Max-Rap, aber die hat sich leider keinen Millimeter bewegt. Bei den 290 wäre vielleicht sogar die dritte noch gegangen, aber die habe ich ausgelassen. Einfach aus dem Grund, weil ich Angst hatte, dass ich die 300 vielleicht nicht schaffe, weil ich mich zu sehr ermüde. Vielleicht war das der Grund, aber ich glaube, die 300 hätte ich selbst am besten Tag noch nicht gezogen. Will ich jetzt auch erstmal nicht. Also es ist auch nicht mein erklärtes Ziel. Es ist sogar eher so, dass ich Kreuzheben jetzt heute eigentlich nur for the cam gemacht habe. Also mehr oder minder bin ich jetzt umgestiegen auf Hexbar. Liegt in erster Linie daran, dass ich mich während der Diät und wenn das Gewicht sinkt, der Körperfettanteil niedriger wird, beim Kreuzheben irgendwie nicht mehr so wohlfühle. Also ich fühle mich im unteren Rücken nicht mehr so stabil und ich will da einfach auch nichts riskieren, weil ich möchte ja kein Powerlifting-Wettbewerb oder so machen. Von daher ist es jetzt auch nicht so das Entscheidende, was ich Max Rap ziehe. Aber ich finde es trotzdem geil. Ich habe es heute mal gemacht, dass ihr es nochmal seht, weil normalerweise startet meine Woche mit Kreuzheben bzw. Hexbar Deadlifts. Und der Rest des Trainings ist dann relativ simpel aufgebaut. Ihr wisst, ich bin ein Low-Volume, High-Intensity-Freak, insbesondere während der Diät. Warum? Weil letztendlich deutlich weniger Volumen notwendig ist, um Muskulatur zu erhalten, verglichen mit dem Volumen, das wir benötigen, um Muskulatur aufzubauen. Und da unser Kaloriendefizit automatisch auch ein Regenerationsdefizit ist, wollen wir da natürlich auch keine Leistungseinbußen riskieren, denn Leistungseinbußen sind natürlich auch gleichzusetzen mit einer erhöhten Gefahr, Muskulatur einzubüßen. Das wollen wir nicht. Von daher, solange wir die Intensität hochhalten können, ist alles gut. Also während der Diät geht es mir nur darum, mehr Gewicht auf die Hantel zu legen, also stärker zu werden oder zumindest letztendlich dann das ganze Kraftniveau zu erhalten. Wie sieht mein Training aus? 2 Sätze Hexbar Deadlifts in der Rep Range von 4 bis 6. Also hier gehe ich ein klein wenig schwerer, gefolgt von 3 Sätzen Schulterdrücken mit der Langhantel, 6 bis 8 Wiederholungen. Eine Ruderbewegung, hier mag ich gerne die brustunterstützte T-Bar Row. Auch nochmal 3 Sätze, 6 bis 8 Wiederholungen. Und dann ist das Ding auch schon durch und ich bin nach ungefähr 40 bis 60 Minuten fertig. Ihr hört also, ich nehme auch viel Zeit für Satzpausen. Ich gehe also nur in jeden Satz rein, wenn ich auch wirklich fit bin. Trainiere während der Diät ganz klassisch Lean Gain Style nach Reverse Pyramid Training. Das heißt, der erste Satz zählt. Die Folgesätze werden dann ein klein wenig reduziert in der Intensität. So, zurück aus dem Gym, geduscht, schon an der Arbeitsstelle, also gar nicht zu Hause.
Noch ganz kurz, Thema Supplement würde ich hier noch aufgreifen, da ich ja relativ stark intermittent fasting-mäßig unterwegs bin und erst in ein paar Stunden was esse, weil es mir einfach auch so am besten in den Tagesablauf reinpasst, habe ich hier die BCAA. Die finde ich da eigentlich ganz praktisch, also wie es eben auch von Martin Berghahn empfohlen wird, bin ich immer sehr gut mit zurechtgekommen. Das heißt, eine Portion hier. Und womit ich im Moment ein klein wenig experimentiere, ist eine Sache, die es jetzt hier so auf dem Markt noch nicht mal gibt. Das sind exogene Ketonkörper. Daraus könnt ihr auch schon schließen, dass meine Diät oder meine Ernährung sehr ketolastig ausgelegt ist. Warum und weshalb, das werde ich euch in einem separaten Video noch ein bisschen näher bringen, beziehungsweise werden wir dann gleich noch drüber reden. Und genau, das heißt, das ist noch so mein Post-Workout-Shake. Wir haben jetzt ja ungefähr eine Stunde, bisschen länger nach dem Training. Und speziell hier American Coffee, mein absoluter Favorit. Kann ich also definitiv nur empfehlen. Und bevor wir uns meinen DEXA-Scan anschauen, meinen Eingangstest, erstmal Prost. Und los geht's, dann wollen wir uns die Sache mal anschauen. Ich habe einen DEXA-Scan gemacht, um ein paar Sachen rauszufinden. Also zum einen natürlich erstmal meinen Startwert tatsächlich auch zu bekommen, Ist-Zustand. Und dann habe ich für den 31. März nochmal einen Termin gemacht. Und dort können wir uns dann mal die Veränderungen anschauen. Ich denke, das ist dann am interessantesten. Und dann möchte ich noch bezüglich dieser Keto-Geschichte ein paar Sachen probieren, ein bisschen rumexperimentieren. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Schauen wir uns das Ganze am besten einfach einmal an. Hier liegt er mir vor. Dann könnt ihr auch gleich sehen, wo ich das Ganze gemacht habe. Das war in Stuttgart. Hier, sieht man jetzt nicht so doll. Meine Daten. Philipp Rauscher, wisst ihr auch gleich, wann ich Geburtstag habe. 9.11.84, 32,2 Jahre, 1,83 Meter groß, 94 Kilogramm schwer. Das war am 1. Februar, also vor gut 2 Wochen. Ja, hier haben wir sogar nochmal, wobei ich jetzt hier sagen muss, seither hat sich nicht allzu viel getan. Hier kann man den Scan ein klein wenig anschauen. Und wir gehen jetzt hier einfach mal ein bisschen durch. Das ist so die Body Mass Geschichte. Aber das ist auch mal noch nicht so ganz interessant für uns. Was haben wir hier? Das brauchen wir auch nicht. Also das ist die Knochendichte ist hier natürlich, weil DEXA ist ja eigentlich eine Knochendichtenmessung. Oder wird zur Knochendichtenmessung eingesetzt. Also dasselbe erstmal durch. Ah, jetzt hier wird es für uns ein klein wenig interessanter. Hier haben wir nämlich die Aufteilung von Fettgewebe und Magermasse. Ja, ich muss selber nochmal hier schauen. Machen wir es dann jetzt hier, genau. Also Fettgewebe, Beine 6,9%, Rumpf 6,7%, Gesamt 6,5%. Fett in Gramm, das heißt, ich habe etwas über 6 Kilogramm Fett noch an mir hängen. Magermasse 86,929. Das ist also definitiv ordentlich. Ich denke, ich habe da in den letzten Jahren ein paar Fortschritte gemacht. Von daher bin ich da mal ganz zuversichtlich. Dann haben wir hier nochmal, das ist jetzt auch... Ja gut, linker Arm können wir hier, rechter Arm, Rumpf, alles schön aufgesplittet, wo denn das Fettgewebe sitzt, in welchem Bereich. Ja, ist aber jetzt für mich jetzt auch erstmal nicht ganz so interessant und wichtig. Hier haben wir das Ganze nochmal. Hier haben wir 97,2 Kilogramm Gesamtmasse. Hier muss ich sagen, ich war nicht nüchtern. Also das war, man sieht es hier, 11.12 Uhr und ich hatte hier um 10 Uhr meine erste Mahlzeit zu mir genommen. Von daher muss man das Ganze noch ein bisschen
ja, ein klein wenig nach unten skalieren. Aber ich denke hier, die Geschichten sind dann doch ganz interessant für uns. Also wichtig ist für mich hier 6,5% Körperfett und letztendlich dann auch die 6,061 Fettgewebe und Magermasse, die ich hier habe, weil das ist natürlich letztendlich der Punkt oder das, was wir später vergleichen. Ich bin übergewichtig an der Schwelle zur Fettleibigkeit, nur so viel dazu, aber hier sehen wir ja, das ist dann letztendlich die BMI-Berechnung, die ja für Sportler ohnehin nicht relevant und interessant ist. So, jetzt habt ihr dann gesehen, wie ich zusammengesetzt bin, wie meine Körperzusammensetzung derzeit ist. Ziel wäre es hier, letztendlich, ich würde gern unter die 5% kommen. Das heißt, ich würde gern noch 2 bis 3 Kilogramm Fettmasse abwerfen in den nächsten 8 Wochen. Ich denke, das ist ein realistisches Ziel. Und ja, ihr seid letztendlich dabei und wir sehen uns im nächsten Vlog.